Bluey wird von vielen geliebt und hat eine treue Community, die die Liebe zum Detail und die nachvollziehbare Familiendynamik zu schätzen weiß. In diesem Video tauchen wir in die Welt von Bluey ein, nicht um die Serie zu kritisieren, sondern um die kleinen Details zu genießen, die wir aufdecken konnten. Ja, die Animationsfehler. Sie sind wie in jeder anderen Serie auch in Bluey vorhanden. Lasst uns doch direkt loslegen. Reiten. In der Folge Reiten überreden Bluey, Bingo und Muffin, während Mama und Tante Trixie verreist sind, Papa und Onkel Stripe zu einer Partie Pferdereiten. Aber abgesehen von diesem Spaß gibt es ein wichtiges Detail, das du vielleicht übersehen hast. Während einer Szene, in der die Familie so tut, als wäre sie auf einer Hochzeit, passiert etwas Außergewöhnliches. Als Muffin und Stripe sich dem Altar nähern, verschwinden die schwarzen Flecken auf Bunnys Gesicht für einen Moment und geben ihm ein kahles Gesicht, das zugegebenermaßen ein wenig unheimlich ist. Ist dir außerdem aufgefallen, dass die Figuren eher wie Menschen als wie Hunde stehen? Ferngesteuert. In der Episode Ferngesteuert treffen sich die Healers, Border Collies, Dalmatiner und Beagles zu einem lustigen Grillfest im Park. Bluey und Mackenzie spielen Spione und versuchen Haarproben zu sammeln, um einen speziellen Trank herzustellen. Aber die Dinge geraten durcheinander und verursachen eine Menge Verwirrung. Plötzlich bricht ein großes Feuer aus und die Pläne für das Abendessen werden über den Haufen geworfen. Nicht nur die Geschichte ist voller Wendungen, auch die Animationen in der Folge sind etwas verwirrend. Als Bingo und Bandit eigentlich zusammen im Badezimmer sein sollten und Bandit darauf wartet, dass Bingo ihren Toilettengang beendet, passiert etwas ganz Komisches. Bandit wird draußen gesehen, wie er stattdessen Würstchen auf dem Grill brät. Wie ist er so schnell dorthin gekommen? Und dann Überraschung. Bandit erscheint auf magische Weise im Badezimmer bei Bingo und hilft ihr beim Händewaschen. Kann er sich jetzt teleportieren? Aber das ist nicht der einzige Animationsfehler in dieser Folge. Zurück auf der Party, als Bluey und Mackenzie sich beeilen, um mehr Haare für ihren Zaubertrank zu sammeln, gibt es einen heimtückischen Animationsfehler zu sehen. Gleich nachdem sie gegangen sind, kann man Honey und Chloe in einer glücklichen Pose sehen, aber mit einem kurzen Blinzeln gehen sie plötzlich in eine Kuckuck-Haltung über, ohne dass es einen fließenden Übergang gibt. Es ist zwar ein kleines Detail, das man beim Anschauen leicht übersehen kann, aber wenn du das Video anhältst und genauer hinsiehst, wirst du es bestimmt auch bemerken. Handy. In der Episode Handy wollen Bluey und Bingo mit Opa Restaurantbesuche machen, aber sie haben etwas Modernes im Sinn. Sie brauchen eine App, um ihre Bestellungen aufzugeben. Als Opa zum Essen kommt, stellt er überrascht fest, dass das Taxi bereits über die App bezahlt wurde. Drin stellen die Kinder ihrem Opa ihr provisorisches Handy aus Pappe vor und erklären ihm, wie man mit der App das Essen bestellt, ohne ins Restaurant gehen zu müssen. Während Opa seinen Spaß hat, können wir einen weiteren Fehler sehen, wenn du genau auf die Rahmen achtest. Man kann ein grünes Krokodilspielzeug entdecken, das auf mysteriöse Weise in einer Kiste auftaucht und wieder verschwindet. Der nächste Animationsfehler ist in mehreren Episoden vorhanden. Im Laufe der verschiedenen Episoden kann man ganz klar eine Veränderung im Foto von Bluey und Bingo feststellen. Zum Beispiel in Staffel 1, Episode 1 mit dem Titel Das magische Xylophon. Spulen wir jetzt jedoch vor zu Staffel 2, Episode 52, Ostern. Hier bleibt Blueys linkes Auge geschlossen, aber sie streckt ihre Zunge nicht mehr heraus. Stattdessen lacht sie. Und da ist noch mehr. Auch bei Bingo ändert sich die Pose. Sie ändert sich in jedem Bild. Krabbenplage. In der Folge Krabbenplage bringt Papa freche Kitzelkrabben vom Strand mit nach Hause und verwandelt das Haus in ein Kitzelkriegsgebiet. Mit Bluey und Bingo auf den Fersen flüchtet Papa in die Küche, um den Kitzelattacken zu entgehen. Als er jedoch mit Obst wirft, um sie abzuwehren, kommt es zu einem seltsamen Animationsfehler, als die zweite Orange auf mysteriöse Weise verschwindet, nachdem seine Hand die Traube durchquert hat. Warten. In dieser Episode warten Bandit, Bluey und Bingo in einem chinesischen Imbiss auf ihr Abendessen. Während sie sich die Zeit vertreiben, werden sie mit lustigen Herausforderungen konfrontiert, wie scharfem Essen, einem undichten Wasserhahn und verschütteten Lebensmitteln. Bevor sie nach Hause gehen, regt ein Glückskeks zum Nachdenken über die Jugend an. Und in dieser Folge haben wir mehrere Animationsfehler. Als Bluey, Bingo und Bandit vor dem Restaurant stehen, schlägt Bandit vor, etwas Scharfes zu probieren, worauf die Mädchen begeistert zustimmen. Nach dem Gespräch geht Bandit ins Restaurant, um die Bestellung aufzugeben. Als er das Restaurant betritt, fällt ihm jedoch etwas Ungewöhnliches auf. Bingo blinzelt, aber ihre geschlossenen Augenlider geben immer noch ihre Pupille frei, was ein sehr ungewöhnliches Bild ergibt. Während sie im Restaurant auf ihre Bestellung warten, erfinden Bluey und Bingo ein lustiges Spiel, um sich die Zeit zu vertreiben. Dabei übernimmt Bluey die Rolle des Kellners, während Bingo in die Rolle des Kunden schlüpft. Bluey gibt Bingo eine Speisekarte und improvisiert mit einem zufälligen Stück Papier, um Bingos Bestellung zu notieren. Allerdings gibt es während dieser Animation einen kurzen Fehler. Wenn man genau hinschaut, kann man Blueys Nase ein paar Bilder lang flackern sehen.
Zauberfederstab. In der Episode Zauberfederstab fühlt sich Bingo ausgegrenzt, da sie nicht zu Chloes Party eingeladen wird. Aber sie entdeckt eine magische Feder, die alles schwer macht und zu Hause für Chaos und Gelächter sorgt. Obwohl sie die Party verpasst, lernt Bingo sich mit Bandit zu amüsieren und sie erleben ihre eigenen albernen Abenteuer. Als Bingo mit dem Zauberstab spielt, den sie gefunden hat, beschließt sie, ihre neu gewonnene Kraft zu nutzen, um den Yoga-Ball schwer zu machen und lässt ihn die Treppe hinunterrollen, wobei sie Bluey nur knapp verfehlt. In der nächsten Szene, als Bingo spricht, fällt jedoch ein Fehler in der Animation auf. Ihr Mund ist in der falschen Position. Familientreffen. In Familientreffen beschuldigt Bluey Bandit, ihm Gas ins Gesicht gesprüht zu haben und beginnt eine Familiendiskussion, um die Wahrheit herauszufinden. Widersprüchliche Aussagen und Beweise tauchen auf, aber schließlich wird die Wahrheit aufgedeckt, was zu einer Entschuldigung führt. Diese lustige Geschichte hat auch einen lustigen Animationsfehler, der aber sehr schwer zu erkennen ist. Während der Rede von Chili wackelt plötzlich Blueys Auge. Aber wie gesagt, das passiert nur für ein paar Millisekunden, was wirklich schwer zu erkennen ist. Die Babysitter. In der Episode Die Babysitter passen Onkel Red und Frisky unerwartet auf Bluey und Bingo auf. Nach anfänglichem Zögern freundet sich Bluey durch Spiele und Geschichten mit ihnen an, lernt ihnen zu vertrauen und überwindet frühere Ängste. In einer der Szenen, in denen Onkel Red und Frisky mit Bluey und Bingo sprechen, sehen wir einige Gegenstände im Raum. Nach einigen Bildwechseln ist die Regenbogenflagge, die im Hintergrund hing, nicht mehr zu sehen. Wo könnte sie nur hin sein? Das Päckchenspiel. In Das Päckchenspiel geht das Spiel Das Päckchen auf Lidas Geburtstagsparty und anderen Partys schief, bis es auf Blueys Art gespielt wird, was alle erfreut, besonders Bingo, die schließlich gewinnt. An der Stelle, an der die Eltern um den Tisch sitzen, fällt ein seltsamer Animationsfehler auf. Die Hand des schwarzbraunen Hundes ist nicht mehr mit dem Arm verbunden, als wäre sie am Handgelenk abgeschnitten. Und zu guter Letzt Mama Schule. In der Episode Mama Schule flieht Bingo nach dem Duschen vor Bandit, um zu verhindern, dass sie sich die Zähne putzt. Als Bandit es schafft, sie zu fangen, beginnt Bingo, sich die Zähne zu putzen. Während Bingo sich die Zähne putzt, holt Bandit sein Handy heraus, um etwas Zeit zu vertreiben. Allerdings haben Bandit und die anderen Familienmitglieder keinen Platz, um Gegenstände aufzubewahren. Ich meine, wo holt er bitte sein Handy heraus? Und wo steckt er es hin? Okay Leute, das war alles für heute. Ich hoffe, die Fehler, die ich gefunden habe, haben euch gefallen. Bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und unten zu kommentieren, welcher Animationsfehler euch am meisten überrascht hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao!